Welcher Teilbereich der Management-Soziologie ist für Sie am interessantesten? Auf jeden Fall der Bereich, in dem die Selbstbehauptungsweisen von Managern in ihren alltäglichen Arbeitsroutinen abgebildet werden. Wir stellen viel zu oft fest, dass Manager zwischen ihrem selbstgemachten Karrieredruck und den Erwartungen der Unternehmen ausbrennen, quasi zwischen diesen Kulissen zerrieben werden. Und wir versuchen den Studenten Techniken, Strategien beizubringen, um diesem Handlungsdruck, diesem Erfolgsdruck erfolgreich entgehen zu können.